Kinners, willkommen zurück zu Clash Royale. Beim letzten Mal konnten wir mit diesem Deck 2 Siege einfahren aus 2 Kämpfen. Was ziemlich gut ist, ist wie gesagt so ein richtiges Spammer-Deck. Ihr seht die Elixierkosten von 3,1. Es ist einfach, du kannst pausenlos Karten legen. Es ist halt echt so, ne? Also du hast halt immer mindestens eine Karte griffbereit, weil du hast die Skelette, du hast die Kobolde und so weiter und so fort. Die Truppen sind zwar nicht alle stark in Sachen Tank, die halten nicht alle viel aus. So, mehr als die Hälfte dieser Karten. Wobei, 3 wahrscheinlich. 3 von diesen, also diese 3 Karten hier, die werden schon nach einem Pfeilregen down sein, ne? Wenn man das hier sich mal anguckt. Außer die Bogies. Die Bogies halten noch so ein bisschen was aus, aber ansonsten sterben die alle weg. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und das ist halt das, was unser Team so angreifbar macht. Weil, wenn ich halt jetzt Kobolde lege und Bogies lege, oder halt Skelette lege, sind die alle fast kaputt bis kaputt. Das heißt, ich hätte jetzt dann, ja, 6 Elixier verschwendet. Aber okay, der Fall ist bisher noch nicht eingetreten. Ich hatte bisher damit noch keinen Kontakt gepflegt. Deswegen gucken wir uns das heute noch mal ein bisschen an. Machen wir heute noch so ein paar Matches. Und wir sind schon in der Qualifikation wieder zu Arena 4. Ha, ich hasse dieses Pendeln, Mann. So abfuck. Aber okay. Ich stelle mir die Kanone auf. Als Tankmaß, damit ich auch hier wieder so ein bisschen Truppenvariation habe. Jetzt würde ich sagen, hier die Kobolde rein. Ich weiß, ich sollte eigentlich den Riesen da vorlegen, aber ich wollte halt erstmal, ne, ihr wisst, den machen. So. Da sollte ich jetzt am besten vielleicht eine... Ja, ja. Hui, 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 hui. Was ist denn da passiert? Jetzt kann natürlich mein Fehler gewesen sein, wieder hier so nah zu spielen, ne? So, und da kommen die Barbaren mit ziemlich wenig Lowlife, also mit ziemlich Lowlife an den Tower an. Wir legen jetzt auch hier wieder den Riesen vor. Skelette legen wir nach. Und dann ist der Tower so gut wie down. Oder ich sag mal so, ich denke mal sein Feuerball war so ein bisschen eine Notlösung aus dem Ganzen. Jetzt werden wir hier wieder so ein bisschen tanken, sage ich jetzt mal. Und gehen jetzt mal so ein bisschen auf den, ich sage mal, den zweiten Tower drauf. So. Und er verlässt den Kampf. Warum das denn? Ich hoffe, er kommt wieder rein. Wäre halt schon ziemlich doof. Wenn er jetzt, ich sag mal so, das Match war spannend. Ich hatte jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt, als würden wir hier, weiß ich nicht, unterfordert sein, aber trotzdem schade, dass er da rausgegangen ist, wirklich. Na? Aber okay. Profitieren wir eben daraus, nehmen uns diese ungefähr 30 Pokale mit, Trophäen mit, wie ihr wollt. Okay. 34 Trophäen sogar. Das ist echt cool. Jetzt kann ich schon mit dem in 2 Kämpfen wieder nach Arena 4 wenden, wenn wir das gewinnen. So, ihr seht, ich habe euch ja schon mal im letzten Part das berichtet. Guck mal, als ich ja nachts gespielt habe, ich habe echt nur verloren, nur verloren, nur verloren. Und das mit dem Deck, was ich quasi so gut kannte und mit dem ich so sicher war normalerweise im Part. Das habt ihr ja gesehen. Ich war mit dem Deck ja nicht schlecht in den Parts. Ich habe ja ziemlich, ich sag jetzt mal, gute Siege reingeholt. Ne, also, das sieht man hier jetzt gerade nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ne, in den Parts selber war ich gut. Offscreen dann nicht. Und, naja, jetzt auf einmal klappt es wieder mit einem anderen Deck. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann halt nie mit einem Deck länger als ein paar Tage spielen, weil irgendwie nach ein paar Tagen ist dieses Deck da, dann irgendwie altbacken. Die Leute haben da gefunden, wie sie dagegen vorzugehen haben. Und dann muss ich mir ein anderes Deck suchen. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist so ein bisschen dieser Knackpunkt davon. Aber okay, Kinners. Machen wir noch ein paar Matches. Ich will heute noch die Kronentruhe haben. Ich denke, die holen wir uns auch. So, der Level 7er. Ich habe keinen Riesen auf der Hand, ist aber auch kein Problem, weil da lege ich halt die Valkyrin vor. Die ist ja auch sehr langsam im Lauf. Da lege ich die halt ganz nach hinten. Und wenn, dann tankt sie das halt alles erstmal. Das ist auch kein Problem.
So. Jetzt erstmal Bogies. Das war auch extrem dämlich von ihm. Warum macht er das denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Spielt er jetzt... Ich meine... Er ist doch absolut unvorteilhaft vor ihm. Was macht er denn da? Er macht diesen Schocker, diesen... Das checke ich nicht. Also er spielt wahrscheinlich direkt auf drei Kronen hinaus. Aber das bringt ihm doch gar nichts. Er hat damit doch nur Nachteile. Er hat jetzt quasi dafür gesorgt, dass der König schon direkt seine Waffe rausholt. Und das ist... Ich weiß nicht. Warum hat er das getan? Ja, wir sind hier gerade in diesem Part nicht von... Entschuldigung. Wir sind hier gerade im Part nicht von... Also, jedenfalls nicht vollständig von Skillern umgeben, oder? Ich weiß nicht. Oder wollen die vielleicht abgestuft werden? Ich habe keine Ahnung. Kinders, wir machen noch ein Match. Ist auf jeden Fall eine krasse Siegessträhne, aber ich sage jetzt mal so. Ganz verdient ist die nicht. Ne? Von daher gesehen, ihr wisst Bescheid. Riese legen. Dann lege ich hier erstmal die Valkyrin vor. Die ein ziemlich gutes Maß gegen den Ritter ist. Hier dann die Musketiere nachlegen. Die Skelette. Und er geht nach rechts. Das mache ich dann auch von mir aus gesehen. Jetzt gehe ich nach links. Er geht nach rechts. Kann er, wie gesagt, gerne machen. Legt trotzdem jetzt hier nochmal die Kanone hin. So als kleines Verteidigungsmaß. Es ist auch vielleicht so ein Match der Schnelligkeit. So, wer wird schneller den Tower down kriegen, ne? Sieht so aus, als würde er das machen. Als würde er das Rennen machen. Was ein bisschen schade ist. Schade. Wir haben es noch geschafft, oh mein Gott. Oh mein Gott. Echt gutes Spiel, Mann. Das war halt echt so, wow. Also ich hätte es ihm genauso gegönnt. Ich sag's euch ganz ehrlich so. Ich bin jetzt kein Hund, der den Leuten das nicht gönnt oder so, aber ich hätte dem Typen das genauso gegönnt. Ne? Weil es halt echt schon sehr knapp war. Er hat den ersten Tower Down bekommen. Ich muss mir das nochmal angucken, Alter. Wow, was war das denn gerade eben, ey? Das war extrem knapp. Ich meine, er hätte auch nur die Rakete legen müssen, dann hatte er kein Elixier mehr. Ich mache mal so ein bisschen auf Double Speed. So, da habe ich jetzt erstmal den Ritter weggetankt. Jetzt geht er mit der Valkyrie nach vorne, das mit dem Drachenbaby. Dann legt er quasi den Ritter, den Prinzen noch dazu. Ihr seht, er hat folgende... Er hat jetzt noch folgende Trupps gehabt. Den Prinzen, der noch full life hatte. Das Drachenbaby, die Lakaienhorde. Oder die Lakaien, besser gesagt. Und ich halt mit meinen ziemlich vielen Truppen, mit meinen Skeletten, mit meinen Kobolden, die schon ein bisschen für den Vorsprung gesorgt haben, wie ihr sehen könnt. Der Riese, der noch ein bisschen im full life war. Die Musketierin. Und dann geht das folgendermaßen. So. Ihr seht. Der Prinz kriegt anscheinend immer auf die Fresse vom König. Und jetzt ist so der Moment gekommen, wo er halt am Führen war, aber sein Prinz ist weg. Seine Haupt-Damage-Quelle war weg. Und meine Boogies haben das auch ein bisschen weggetampt, was auch ziemlich gut war, dass ich da hingesetzt habe. Und ansonsten wäre der Tower auf jeden Fall lang gegangen. Ne? Ihr seht, die Sperrkobolde greifen halt eher die Boogies an, anstatt den Kronenturm. Das war meine Chance, das Ganze zu einer Führung auszuholen. Und da hat die Musketiere den letzten Hit gelandet und wir haben das gewonnen. Wirklich sehr, sehr knapp. Wirklich ein sehr, sehr knappes Match. Ne? Das zeige ich jetzt auch mal kurz in der Gruppe rein. Weil das mir halt schon sehr, sehr wichtig ist. Knapp as fuck. Das kann man halt echt so sagen, Mann. Das war halt echt knapp. Wir sind wieder Arena 4. Das freut mich. Es freut mich. Kinders, wir haben jetzt 5 Siege in Folge gehabt. Mit dem Deck. Also, ich weiß nicht. Ich wurde ja dazu angehalten, dieses Deck zu nehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, 3-0-Siege bisher, oder halt immer die 3er-Siege bisher, ich weiß nicht, ob das irgendwie an den Gegnern lag oder ob es auch irgendwie an den Truppen lag, dass sie halt wirklich gut sind. Das weiß ich nicht. Ne? Aber ihr seht, ich bin halt von 968 hochgepusht auf 1091 und jetzt halt bei 1121. Ich bin jetzt wieder bei Arena 4. Wir machen die Truhe auf. Generisieren uns Gold, ein paar Jewels und Skelette
Pfeile. Jetzt frage ich mich, ist es jetzt eine Arena 4 Truhe? Weil ich habe ja quasi diese Kronentruhe in Arena 4 bekommen. So, ich habe ja quasi 1090 Punkte gehabt, bin dann aufgestiegen, habe die Kronentruhe voll gemacht. Und die hat sich quasi erst ab Arena 4 verfügbar gemacht. Deswegen denke ich mal, es wird eine Arena 4 Truhe sein. Na? Schade, keine Special Card so an sich mit Legendary und sowas. Ist ein bisschen schade, aber ansonsten ganz okay. Ein Match würde ich sagen, machen wir aber noch, weil der Part halt extrem kurz ist. Wir machen weiter und wieder gegen einen Level 7er. Und der hat schon 1200 Punkte. Der hat so viele Punkte, wie ich bisher noch nie hatte in meinem Leben in Clash Royale. Ich hatte bisher, glaube ich, mein Höchststand war 1100 irgendwas Punkte. Hätte ich vielleicht jetzt den Riesen legen müssen, ne? Eventuell, aber da lege ich jetzt auch die Kanone, damit die so ein bisschen auslastet. Aber der Tower ist trotzdem down. Finde ich aber auch gar nicht mal so scheiße und gar nicht mal so schlimm. Weil noch ist ja nichts entschieden. Noch ist ja wirklich nichts entschieden hier. Es ist ja noch alles frisch. Ich hätte halt vielleicht den Riesen auch rechts platzieren müssen, aber im Endeffekt scheiß drauf. Na, selbst wenn wir dieses Match verlieren, ist zwar schade, weil wir gerade so einen schönen Lauf haben. Wäre aber auch nicht zu verachtenswert, sage ich jetzt mal. Wir legen den Riesen wieder vor. Danach würde ich sagen, kommt die Musketiere dran, damit wir so ein bisschen... Oh, oh. Ablenkung HD. Da muss ich jetzt aber echt die Skelette legen, ansonsten wäre das echt zu kritisch. Da ist der Tower down. Und mein Riese hat halt immer noch Life. Der Riese lebt schon extrem lange. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Also mein Riese ist gerade wirklich extrem lange am Leben und wir führen das jetzt sogar wieder. Wir führen das wieder. Wir hauen wieder die Führung raus. Also wirklich auch extrem spannendes Battle mal wieder. Wirklich nice. So, hier lege ich jetzt den Riesen. So, und da legen wir jetzt die ganzen Truppen vor und... Hui! Ding ist, wir hatten leider keine, ich sag jetzt mal, Lufttruppe gehabt, die da hätte vorgehen können, ne? Leider nicht. Leider nein. Aber vielleicht ist es auch vollkommen der falsche Ansatz hier, ich sag jetzt mal, rechts lang zu gehen. Eventuell. Das war halt vielleicht auch ein Fehler, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, ne? Ja, das macht er, das macht er, das macht er. Schade. Schade. War aber auch echt wieder ein spannendes Match, aber was will man gegen einen Japaner erwarten? Was will man dagegen erwarten? Ne? So. Wir machen trotzdem noch ein Match. Aber nicht in der Gruppe, sondern nochmal hier. Weil ich halt diesen Verlust wieder reinholen will. Der Riese ist leider gerade nicht da. Aber ihr wisst, dann lege ich halt die Musketierin vor, weil die ist halt so ein bisschen... Kostet halt am meisten. Das macht schon irgendwie Sinn. Aber das Deck ist halt wirklich sehr effektiv. Wir brechen wirklich durch. Das ist halt echt so. Man bricht mit diesem Deck halt echt durch. Jetzt lege ich quasi alles dahinter. Auch am besten... Alles das hier. Kein Problem. Ah, das ist natürlich jetzt wieder doof, dass ich jetzt, das ist wieder doof. Jetzt habe ich extrem viel Elixier verschwendet dafür. 5 Stück. Da hat er schon einen extremen Gewinn gemacht mit.
Aber leg ich halt wieder den Riesen vor. Und die Kobolde. Ah, es ist das Problem, jetzt sind die natürlich vorgelegt und jetzt werden die natürlich alle sterben. Das ist halt das Problem jetzt gerade, ne? Gut, wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Es ist noch nichts entschieden, es ist noch alles soweit offen. Ist aber auch ein schweres Battle gegen den. Ich sollte halt immer gucken, dass ich eine gute Nahkampftruppe dabei habe, eine gute Fernkampftruppe und sie gleich wird er wahrscheinlich die Hexe legen. Deswegen passt das mit der Valkyrie auch relativ gut. Ja, mein Akku! Ah! Ja. Also, er hat halt extrem viele Lufttruppen, die mich halt hier nerven sollen. Das klappt ja auch relativ gut, ne? Und er legt wieder die Hexe, was halt klar war irgendwie. Auf, ja. Wir können halt echt nicht durchbrechen. Es ist halt echt so. Wir können da wirklich nicht durchbrechen. Es ist halt wirklich schade. Und jetzt macht er seinen Wutzauber und haut auf die Kacke. Und jetzt bricht er durch. Jetzt bricht er erst recht durch. Ja, ist schade. Ich hab da halt kein Mittel gewählt. Ich hab da kein Mittel gefunden. Ich hab da kein Mittel gesehen. Schade. Schade. Da sind diese ganzen Glückskämpfe doch eben doch Glück gewesen. Sehr schade. Sehr schade. Aber willst du machen? Man muss ja auch irgendwie wieder verlieren, wenn man das Ganze gewonnen hat, ne? Aber okay. Weiß ich, die Hexe hat mich da abgefuckt. Ich weiß es nicht. Das ist. Naja. Und jetzt steigen wir wieder ab. Es war so klar. Es war klar. Es ist halt immer so. Ich komme in Arena 4 rein. Zack, bin ich wieder unten. Das ist so klar. Ha, ich liebe es. Ich liebe es. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ha. Ist das Deck doch dann erst recht nur bedingt gut oder wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es scheint dann doch immer nicht so krass zu sein. Naja, ich hatte auch vielleicht nicht mal gut gelegt. Das kann sein. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt gerade sehe ich wieder, dass ich hier dem Ganzen kritisch entgegenblicke. Und das, obwohl mir gesagt wurde, ich soll einfach nur alles setzen und es wäre quasi jetzt nicht eine Garantie darauf, dass ich das hier quasi gewinne oder so, aber naja. Was zum Fick? Waren das meine Pfeile? Waren das meine Pfeile gerade eben? Nicht im Ernst, oder? Habe ich da gerade meine Pfeile gelegt? Habe ich überhaupt Pfeile im Deck? Ich glaube nicht. Aber okay. Wie auch immer das passieren konnte, ich weiß es nicht. Jetzt lege ich einfach mal die Skelette, weil ich die Kobolde jetzt nicht legen möchte. Ich sollte mir echt merken, die Skelette erst dann zu legen, wenn so eine, ich sag mal, nicht so krasse Situation kommt. Ne, wenn ich jetzt irgendwie was wegtanken muss. Aber die Kobolde sollte ich erst wirklich dann legen, wenn wir an den Tower gehen, weil das macht halt echt Sinn. Nicht immer, aber immer öfters. Wie ich zu sagen pflege. Ja. Mit zwei Musketieren machen wir uns das auf. Ich lock sie mal hier hin. Ist das irgendwie normal oder macht die Kanone irgendwie keine Geräusche beim, Wisst ihr, wie ich das meine? Die macht halt irgendwie null Geräusche, so. So, jetzt kümmern wir uns hier um den Bomber. Hat ja wunderbar geklappt. Der Riese lebt immer noch einigermaßen gut. Jetzt gerade stirbt er zwar weg. Aber die Bogis können zwei, dreimal hitten und das ist natürlich auch alle Ehren wert. Okay. Nee, das machen wir jetzt nicht so. Machen wir vielleicht eher auch so. Wir müssen jetzt aber auch gar nicht auf drei Kronen spielen. Wir können jetzt auch irgendwie toll, total auf Frieden machen. So. Wir verteidigen das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich das meine?
Aber natürlich die Valkyrien rein, weil sie das halt ziemlich gut handeln kann mit der... Geschichte. Ah, das war jetzt ein Fehler mit den Kobolden. Leider, leider, leider. Aber letzten Endes wieder ein Sieg. Auch wenn auch nicht eindeutig, aber das zeigt sich halt auch, diese Kurve. Ich komme steil nach Arena 4, hangel dann runter und stagniere. Und dann falle ich wieder runter. Es ist immer so. Es ist wirklich immer so. Aber okay, Kinders. Ich würde sagen, ich beende hier den Part und beim nächsten Mal dann gucken. Machen wir mit diesem Deck weiter. Ich will mich da so ein bisschen reinspielen. Vielleicht streame ich das auch mal wieder. Mal gucken. Na? Von daher gesehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.